Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sauer mit dem Chaos Crafter. Hallo. Und dem dicken Digital Miner, den wir in der letzten Folge gebaut haben, weil der ist echt krass. Guck mal, der sieht im Default richtig gut aus. Normalerweise kenne ich den halt nur vom Swagspack. Da ist er zwar ein bisschen stylisch auf eine Art, aber hier machen die ganzen Anschlüsse auch irgendwo Sinn. Hier ist jetzt hier so ein Anschluss. Oh, da hinten, dann da, dann hat er drei Bildschirme. Oh, ich habe auch drei Bildschirme. Boah, du meinst gerade das Redstone weg, ne? Also können wir echt jetzt, ja. Aber warte mal, ich glaube, ich habe den Radius ein bisschen scheiße eingestellt. Ich mache nochmal Reset, Config, erhöhe mal den Radius auf 1000. Geht, glaube ich, eh nur 32, ne? Genau, Max 60. Okay, auf welcher Höhe stehen wir gerade? 63 oder so, glaube ich. 63, glaube ich. 64, glaube ich, okay. Nein, nicht glaube ich, ist so. Gut. Lecker. Und wir starten jetzt. Oh, schon hat er ein bisschen mehr Redstone gefunden. Das ist ja wohl krass drauf, der Typ. Aber ihr seht schon, wir kommen langsam zurecht. Ich hatte mich jetzt, oder der Heiko und ich, wir haben uns letztes Mal ein bisschen mehr wieder um Quests gekümmert in seiner Folge. Sieht man auch da ganz eindeutig. Oh, hier ist wieder eins fertig, geil. Oh, das war eine Quest, der Digital Miner, nice. Ja, deswegen habe ich den gebaut. Also ich habe zum Beispiel mich hier so ein bisschen, nee, hier nicht. Ich habe mich zum Beispiel hier so, nee, da auch nicht, warte mal. Ich habe mich wahrscheinlich, nee, hier auch nicht, warte. Warte, ich gucke erst. Nein. Hier habe ich mich ein bisschen durchgearbeitet. Ich habe quasi hier angefangen, habe dann hier so ein bisschen runter, bis hier hin. Und das gab dann einige Reward-Bags, die wir jetzt gerade öffnen. Und dann kümmern wir uns mal langsam ums Autocraft. Oh, was denn? Ich habe zwei Epic und ein Legendary Loot-Bag. Boah, das ist bestimmt Loot-Bag so eine... Oder Reward-Bag? Reward-Bag. Das ist bestimmt von den... Von dieser Burgen... Von Infinity ist da bestimmt eine komplette Rüstung drin. Okay. Guck mal, bei meinem scheiß Lootback, ne? Da kam bei mir die Sättel raus. Ja. Bei mir war das vorhin bei einem Epic. Ja, voll gut. Oh, lol. Ich hab den Fleeting Stone und ein Packing Tape. Ach, lol, man kann... Fleeting Stone ist das gleiche, das ich hier hab. Diese Wisp. Ja, genau. Und kennst du ein Packing Tape? Ja. Damit kannst du Drawers zukleben, damit du die bewegen kannst. Voll gut. Oh, ich hab schon wieder so ein Fleeting Stone. Drawers. Portal Gun. Endlich mal eine andere oder dieselbe? Ne, eine andere. Oh, nice. Eine Pixel. Bin gleich voll. Jetzt kommen gleich wieder die ganzen Kühlschränke. Advanced Bin. Oh, Plastic. Essence Brick? Kenn ich nicht. Okay, ich bin voll. Warte, ich muss mich mal im Leer machen. You are. Zerdus Quarz. Ich meine, irgendwann sind wir durch die ganze Quest durch. Dann wird ja nur noch groß und fett gebaut. Das wollten wir. Wir wollen ja so ein Projekt haben, wo wir quasi ausrasten und übertreiben können. Natürlich seht ihr dann wahrscheinlich auch viele Sachen, die ihr schon in anderen Projekten gesehen habt. Aber ist bei Minecraft größer, ja. Krasser und besser. Und geiler. Oh, ich habe einen Tier 1 Schornspendant. Schornspendant. Für Schanzcubes. Ist das gut? Ja, mehr Glück. Ah, das ist gut. Oh. Guck mal. Engineer's Workbench. Oh, die haben wir auch schon mal, weil wir so einen Revolver hatten. Ja, ich hab einen Revolver. Wie kann ich denn da was reintun? Wie kann ich den denn laden? Ich glaube, das war mal meiner. Nee, den habe ich gerade bekommen. Oh, really cool. Aber ich kann den nicht laden. Okay, weiter geht's. Ah, der kam übrigens aus einem Epic. Ich habe jetzt noch einen Epic. Das, was du hast, ist, glaube ich, nur ein Teil davon. Kann das sein? Ah, das macht Sinn. Weil ich habe nur das Revolver Drum bekommen. Den muss man erst zusammenbasteln. Hast du einen Better Furnace irgendwo? Ja. Wo? Hier. Der Extreme. Warum, was hast du bekommen? Eine Better Furnace Electrical Heat Source und einen BFESU. Better Furnace Energy Storage Unit. Keine Ahnung, was sie macht. Besser rennen. Oh, ist direkt voll. Nice. Dann kann das hier rein. Nice. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt da dran ist. Alter, das leckt gerade voll. Echt? Oder? Nee. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Warte mal, welche Portalgun hast du eigentlich? Ich habe gar keine. Ich benutze irgendwie immer irgendeine. Aber ich benutze keine richtig. Ach so, du hast gar keine richtig. Okay, gut. Oh nein, nur Mana-Lensen waren da drin. Mana-Lens. Ich habe mein Legendary Lootbag nicht angekündigt. Oh. Komm mit. Ja? Ich
Mach, und wir brauchen noch ein paar Steine für den Untergrund. Wir bauen jetzt mal dieses Structure auf. Ah, die du mal bekommen hast. Oh yeah. Wird gemacht. Dirt. Dun, dun, dun. Oder? Und zwar, warte mal, hier soll ja irgendwo auch was hin mit den Tieren. Ich würde fast schon sagen, hier oben drauf. Ja, hier ist gut. Clay. Ich Okay. Warte, wo bin bist du hin? oben. Du siehst mich Ich sehe jetzt. dich, seh dich. Ja. Könntest du mal hier so ein paar Bäume abreißen? Ich habe jetzt leider was vergessen dafür, aber. Was? Bäume Ja, ich mach's, also ich möchte ganz abreißen? kurz hier oben ein Stück weg haben. Sag. Warte, 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 warte. Bam. Bäm. Bam. Dann den noch. Also ich hätte ganz gerne die eine Ebene hier oben frei. Dann können wir da halt drauf bauen. Dann brauche ich auch nicht noch irgendwas setzen und dann geht das los. Okay. So, der ragt noch rüber. Ich esse keinen Baum mehr. Der hier war auch noch. Komm, der muss noch weg. Okay. So, und jetzt kann ich Gas geben. Halt dich Okay, bereit. setze. Jetzt hast du voll das Riesending Base überschrieben. Boah, das wäre krass. 3, 2, 1. Wow! Wo ist Oh. das Artefakt? Wo ist das Artefakt? Nicht alles kaputt machen, das ist cool. Nein, ich suche nur das Artefakt. Ne, wir gehen unten rein, komm. Okay. Oh, lol. Looten wir das jetzt? Was denn? Hab Artefakt Gibt gesehen. kein. Du? Ja. Also es gibt ja keinen Eingang. Also, ich bin ja drin, ne? Ich auch. Trinket! Nein! Wo ist er drin? Also, was kann das Diamonds Trinket? Road. Ja, du bist nicht drin, du hast dich reingemogelt, wetten? Nee, ich bin gerade hochgeklettert. Jetzt bin ich wieder draußen. Okay. Ja, das war irgendwie ganz unten im ersten Hallo? Raum. Da musste ich leider. Ist ja egal. Aha. Aber Also, mal. wer hat sich jetzt hier Aber mal reingemogelt? angenommen, hier war noch so ein Stein. Guck. Ich habe ein Killing Aha. Gold Trinket of Fresh Air. Oh, Oh, Water kannst du auch hier Armband Breathing, verkaufen? When Use und Jump Boost. Warum? Warum? Ui! Guck Was mal. passiert? Ich kann ein bisschen höher springen. Ich bin at home. Oh Mann, der ist wieder so krass am Craften. Man, Pass immer auf, guck mich an. Guck. produktiv. Schau mich an. Also. Ja? Achte. Ja? Lol. Guck, wie ich hochspringen kann. Oh, hast du einen Angel Ring? Und jetzt pass auf. Nein. Hä? Ja? Boah. Das ist das. Also ohne Angel Ring wäre das jetzt echt der Burner. Aber so brauchen wir das jetzt erstmal nicht. Glaube ich. Aber Maschina. ich muss sagen, ich hatte irgendwie mehr erwartet an der Stelle. Nein, Blood Moon is rising. Da Nein. fliege ich immer lieber hoch. Ich habe immer Angst, dass irgendwie ein Creeper kommt. Ich hasse den Blood Moon. Aber der gehört hier zu. Das ist quasi die Schwierigkeit, die wir hier dran noch haben. Oh, drei Quests hast du abgegeben? Mann, ich bin ja nur am Öffnen. Jetzt lass mich doch auch mal was craften. Diamanten. In meiner Folge, Ja. in deiner Folge crafte ich die ganze Zeit, ne? Und in meiner öffne ich die ganze Zeit. Ja, war doch gut. War bei mir auch so. Okay. Invisible Oh. Bedrock. Void Transport Pipe. Scheiße! Hör mal. Ah nein, ist ja deine Folge. Nicht so viele böse Wörter, bitte. Ah, hat er die Lampen hier hingebaut? Aber okay, warte mal, wir machen mal weiter da, wo wir aufgehört haben. Und zwar beim Autocrafting. Speed Upgrade. Oh, wir haben sogar eins. Cool. Wir brauchen nämlich Pattern. Eine Blank Pattern. Nehmen wir drei Stück. Und wir brauchen ein Pattern Terminal. Oh nein, das Solarpanel macht nichts mehr, wenn es Nacht ist. Ah, gar nichts mehr. Nix mehr. Hat Ach das nicht so, wegen normal dem immer so einen Miner, ne? Nachtmodus? Bitte? Ja. Hat das nicht normal immer so einen Nachtmodus gehabt? Nee, nicht alle, glaube ich. Mann, oh. Nicht alle. So, dann brauchen wir noch diesen Kern. Ausgezeichnet. Ein bisschen haben wir vom ME-System, das schön. Und Autocrafting wird langsam Zeit. Schon viel zu lange nicht der Fall. KQ Weichen. Machst du einen KQ. Calculation-Prozessor? Ja? Machst du einen? Ja? Boah. Brauchst du den? Ja. Okay. Ich brauche nur einen. Ist. Okay. Hast du Nein, wo fertig? ist denn das hin? Ja? Ist drin? Ja, ist im System. Nice. Crafting Terminal! Hast du Hä? Ach fertig? so. Nee, ich mach noch ein Pattern Terminal. Bam. Crafting Okay. Maestro.
Und Dance Energy Cell. Claim da Reward. Haben wir es fertig. Blank Pattern. Claim Reward. Bart Dick. Oh, warte mal, da ist noch ein Claim Reward. Was ist denn Kacke da drin ist? Oh, ein Epic und ein Greater, aber bestimmt nur Scheiße drin. Obwohl, ich kann mich nicht mehr beschweren, weil ich habe ja schon was richtig Gutes bekommen. Schon wer hat Selby gerade? Aber du wolltest dich nicht mehr beschweren, Peter. Vielleicht sollten wir die im Äther öffnen. Warum? Weil im Äther habe ich diesen Bogen bekommen. Ja, er lacht, weiß, aber vielleicht ist das ja der Schlüssel zum Erfolg. Das muss damit zusammenhängen. Das muss, es gibt keine andere Erklärung an der Stelle. Okay, dann lass das machen. Ja, dann müssen wir erstmal welche so sammeln, oder? Reward Packs? Ja. Kein Problem, einen kannst du dir wiederholen. Oh, nice. Warte, du kannst gleich noch einen holen. Oh. Weil wir haben den Molecular Assembler fertig. Ja, den habe ich gerade gebaut. Echt? Ja. Ich hab davon zwei gebaut. Jetzt kannst du doch meine abgeben. Ma! Ey, craftet schneller Mann, dich! Das ist voll die Challenge. Crafting. Also ich habe jetzt zwei Stück, die sind gut. Wenn du in den Äther willst, dann kannst du das tun. In den Äther? Um die. Also ich habe auch zwei Stück, die sind gut, aber die Folge wird schon knapp. Ich würde sagen, wir machen übernächste Folge eine Äther-Folge. Also wenn ihr da Bock drauf habt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann weiß ich Bescheid. Okay. Also wir haben Autocrafting schon fast fertig, ne? Wir haben die Molekular-Assembler. Dann brauchen wir noch die Crafting-Türme. Dazu brauchen wir allerdings wieder ein paar neue Prozessoren. Die sollten wir mal reinwerfen. Ja, wir brauchen noch Enderperlen. Geht deine Farm mittlerweile mal? Oh, stimmt. Oh. Die muss nämlich was für uns machen. Ich glaube auch. Aber warte mal, hier ist doch bestimmt irgendwo ein Enderman. Den kann ich mit meinem Bogen hauen. Und dann droppt er so 10 Enderperlen. Also ich sag mal so, die Farm, ich glaube, hier ist irgendwie ein Chunkfehler drin, meine ich. Interface. Hallo, okay, ich kann jetzt leider nicht gucken gehen auf unsere Spalte, weil die Welt baut sich an einer Stelle gerade nicht auf. Sehr gut. Okay, warte mal. Boah. No. More interfaces. Warte mal, wenn ich einen Enderman hau. Ja? Ach, warte mal, wir brauchen Enderperlen, sagst du? Wir können ins End gehen. Ich mach nochmal ganz kurz was. Ins End gehen? Mamamamamam. Na? Oh, Alter! Kuchen gegessen. Boah! Ich komm hier rein und bevor sie das aufgebaut hat, haut mich ein Enderman von der Plattform. Lol. Bogen weg. Alter. Dann? Nee, der ist ja soulbound. Da habe ich Glück. Was? Warte, wir brauchen Enderperlen für die Units, die da drin sind, ne? Ja, warte, ich komme auch mal ins End. Dann öffne ich da. Oh, geht ja gar nicht. Laggt. Hallo, Kuchen. Hoffentlich wird es vermöbelt, wenn du reinkommst. Nein. Boah, ich guck dir jetzt alle an. Dann kommen die zu mir und dann hassen die mich. Kommt. Dann weiß ich noch, da habe ich letztes Mal gemacht, so voll lange im End gewesen, bei Craft Attack 3 war das, glaube ich. Ja. Weil ich halt in dem neuen End drin war. Fand ich aber irgendwie doof, weil du hast ja noch ein separates End, ne? Ja, du hast so zwei. Ja, finde ich voll doof. Warum? Ja, warum hast du nicht nur eins und da dran sind, ist das Große dran? Das ist echt eine gute Frage. So, das normale End steckt so dick im Code, das können wir leider nicht mehr bearbeiten. Genau. So ist das bestimmt. Wir müssen leider alles jetzt neu machen. Okay, gut. So, aber ich habe fast 2 Stacks Enderperlen für 2 Minuten Arbeit. Also ist auf jeden Fall machbar, dass wir quasi mehr Units bekommen von den Dingern. Aua. Ja. Jetzt habe ich fast 3 Stacks. Nee, doch, 2,5 habe ich. Gut. Aber ich würde mal sagen, ich fliege mal ein bisschen hoch. Drück einmal F5, drück zweimal F1. Nee, andersrum. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, klickt hier entweder auf meinem Kanal oder auf Castcrafters Kanal, weil morgen geht's bei Castcrafter weiter. Hier gibt's noch ein Random-Video und die Playlist von dem Projekt, wer die anderen Folgen noch nicht gesehen hat. Des Weiteren viel Spaß, schönen Abend noch und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.